Wow. Okay, das ist ein Zauberhut. In einer Farbe, die unser Land widerspiegelt, repräsentiert. Ja, dann denke ich an die WM, Leute. Ich habe ja das Glück gehabt, dass mein Song 18 Millionen zur inoffiziellen EM-Hymne wurde. Das war überhaupt nicht geplant oder sonst irgendwas, also wirklich nicht. Und hat mich komplett vom Hocker gehauen. Ich habe dann zweimal am Brandenburger Tor gesungen. Einmal, da kam es mir vor, als würden noch nicht alle Leute dieses Lied kennen. Und dann nochmal zwei Wochen später. Und dann haben da plötzlich 500.000 Leute alle meinen Chorus mitgesungen. Oder den Refrain, den ich vor einem Jahr geschrieben hatte. Und das war verrückt. Das war ein sehr, sehr besonderes Erlebnis. Gott sei Dank durfte ich das Lied nochmal eine Stunde zuvor singen, bevor dann Frankreich den Ball reingekloppt hat. Und dann musste ich danach nochmal singen. Und dann war die Stimmung schon eher etwas schwieriger. Naja, schöner Hut auf jeden Fall hier. Oh, was soll ich damit machen? Ist da was drin? Ist da was? Ist ein Zettel drin? Ich muss da drauf drücken. Ah, hier. Was willst du von mir? Ich versteh's nicht. Ah! Wow! Ich hatte so ein Teil nie. Ich weiß nicht, wie man die betätigt. Oh! Also, das ist natürlich eine Sache, über die ich jetzt nicht öffentlich reden will. Aber wir haben im Gefängnis gespielt. Im November in der JVA Wolfenbüttel vor Knackis und auch wirklich vor Typen, die auch richtig Scheiße gebaut haben. Und das war ein sehr, sehr besonderer Gig, gerade als man in dieses Gefängnis reinkam und diese Tore aufgehen und du merkst wirklich, dass dir so die Freiheit entzogen wird. Also da herrscht eine ganz, ganz komische Stimmung und man überlegt sich echt zweimal, ob man in seinem Leben irgendwie was Doofes machen will, weil man da nie landen will. Aber für die Typen war das natürlich krass, weil die manche setzen da irgendwie 15, 20 Jahre ein und haben da wirklich nichts zu tun und verfallen da in der Monotonie des Lebens. Und war geil. War eine geile Erfahrung, aber ich bin froh, dass ich dann erstmal nicht mehr hin muss ins Gefängnis. Au, geil! Leute, das ist ein Roulette. Spiel. Roulette-Spiel. Ein Roulette-Kreisel. Und passend zu meiner neuen Single. Ne? Die kam ja vor kurzem raus. Und Roulette ist tatsächlich mit einer der wichtigsten Songs auf meiner Platte, weil danach war klar, in welche Richtung ich mich soundlich entwickeln will und textlich. Weil ich hatte davor auch schon irgendwie so 10, 12 Songs geschrieben und die danach alle wieder in die Tonne geklopft, weil ich irgendwie wusste, dass das für mich Sinn macht. Also Roulette war wirklich richtungsweisend fürs ganze Album und es geht im Endeffekt um eine Phase, als ich zum allerersten Mal von zu Hause ausgezogen bin, in meine erste WG nach Mannheim und da habe ich dann über Umwege ein Mädel kennengelernt, mit der sich dann so ein bisschen was angebahnt hat und ja, dann hat sie sich manchmal zwei Wochen gar nicht gemeldet, in anderen Zeiten dachte ich wieder, wir sind ein Pärchen und das hat mich komplett Kiro gemacht, diese Ungewissheit. Und ja, man findet das dann als Typ natürlich auch sau interessant, weil man das Mehl irgendwie nicht haben kann. Ne? Und irgendwann wusste ich dann, okay, das zieht nur Energien. Du kannst das nicht so weitermachen. Und dann haben wir den Kontakt einfach komplett sein lassen irgendwann. Aber es ist ein schöner Song entstanden. Das ist immer ganz gut, wenn man solche Sachen erlebt und dann auch Lieder drüber schreibt. Dann kann man wirklich Sachen in eine Schublade packen und damit abschließen. Deswegen schreibt viele Lieder, Leute. Ne? Alle, die das mal sehen, ist gut. Ein Fuffi! Puh. Also ich weiß nur, dass mir einmal einer einen Fuffi tatsächlich in den Gitarrenkoffer geworfen hat, als ich in Hamburg Straßenmusik gemacht habe. Habe ich den direkt rausgezogen, weil das sieht auch nicht so sympathisch aus, wenn da ein Fuffi drin liegt. Ne? Dann schmeißen die anderen nichts mehr rein. Aber ich habe auch einen Fuffi verlangt für einen Song, den ich auf eurer Hochzeit performe. Das wollt ihr dabei wahrscheinlich mit auch ansprechen. Und da wussten alle, okay, wenn du einen Giesinger anfragst für deine Hochzeit, dann kostet ein Song 50 Euro. Und ich habe dann drei Songs gemacht, manchmal nur zwei oder einen. Und ich bin aber auch egal wohin gefahren. Ne? Ich habe auch kein Spritgeld genommen. Manchmal musste ich dann zwei Stunden fahren und habe dann trotzdem noch einen Profi bekommen für einen Song. Das war natürlich nicht so ganz rentabel. Aber naja, Mathematik, das war noch nie meine Stärke. Ich habe dann so 15 Euro verdient manchmal am Samstag. Ja, waren auch gleich wieder weggesoffen. Ne?
Mistakes. Ja, ein Radiergummi, ein Ratzefummel. Hatte ich schon lange Zeit nicht mehr in der Hand. Schule war ja auch immer ein schwieriges Thema. Ne? Ich habe ja auch einmal eine Ehrenrunde gedreht, wie sie es für jeden ordentlichen Musiker gehört. Und hatte da tatsächlich eine 5 in Musik im Halbjahr drin stehen. Und es war halbjährlich. Und das stand schon mal fest. Und der Rest der Fächer, ich glaube, in 8, 9 Fächern stand ich auch auf 4 bis 5 oder 5 plus. Und dann konnte ich mich nicht mehr retten. Und irgendwann habe ich mich dann aber neben den Klassenprimus gesetzt. Und der hat mir dann immer Sachen vorgesagt. Und habe ich gemerkt, dass wenn man sich mündlich schon mal einsetzt, dass man schon mal ein paar Noten steigen könnte. Und dann habe ich doch noch ein relativ okayes Abi hinbekommen. For big mistakes. Aber ansonsten, ich bereue wirklich wenig bisher in meinem Leben. Ich denke immer, dass es so ein Schicksal gibt. Wenn ich mir so die letzten paar Jahre nochmal durch den Kopf gehen lasse, da sind so viele Dinge passiert, die müssen irgendwie größere Bedeutung haben hier.